Heute sorgte die Meldung für Aufregung, wonach Russland so lange kein Gas mehr liefern wird in den Westen, so lange eben die westlichen Sanktionen bestehen bleiben. Stimmt das auch? Heute hat das die Märkte durchaus ein bisschen durchgeschüttelt. Jene Märkte, die ohnehin dünn sind aufgrund des US-Feiertags. Wir wollen uns das Szenario mal anschauen. Ich glaube, dass der Gashahn bald wieder aufgedreht wird durch Nord Stream 1, weil sonst Russland eben dieses Gas abfackeln muss und doch ziemlich fette Einnahmen entgehen aus dem Handel mit dem Gas. Wir werden sehen, aber schauen wir uns zunächst mal so eine Art Chronologie des heutigen Tages an. Hier die Financial Times. Russia halts gas supplies to Europe until Western sanctions lifted. Also nichts von wegen technische Probleme, sondern es geht um die Sanktionen. Das ist das, was der Artikel der Financial Times suggeriert und was viele dann weiterverbreitet haben, was so als Originalmeldung dargestellt wurde, als hätte der Kreml das gesagt. Aber nach meinen Informationen hat der Kreml das nicht gesagt, sondern was der Kreml gesagt hat, ist, dass der Nord Stream Shutdown Probleme verursacht, die durch die westlichen Sanktionen gekommen sind. Also die Sanktionen seien schuld, dass eben dieses technische Problem aufgetreten ist. Nun glauben die wenigsten, dass dieses technische Problem wirklich dafür eine Ursache ist, dass kein Gas mehr geliefert wird, sondern dass Putin damit ein Stück weit auf den gewollten Ölpreisdeckel reagiert, der G7 auf die Sanktionen reagiert. Sei es drum, jedenfalls ist diese Meldung heute durchaus wirkmächtig gewesen, könnte man sagen. Und wir sehen, dass alleine eben durch die am späten Freitagnachmittag erfolgte Meldung, dass eben kein Gas durch Nord Stream 1 schon wieder ab Samstag fließen würde, die Gaspreise natürlich mit deutlichen Zugewinnen gestartet sind, die Strompreise sind deutlich nach oben geschossen, also kein Gas mehr wegen den Sanktionen, das ist nicht bestätigt, das hat der Kreml nicht gesagt, das sollte man auch ganz klar sagen. Wir sehen hier der Gaspreis über 30% heute Morgen gestiegen, auch der Strompreis ist dann für Deutschland um 29% gestiegen, der sogenannte One-Year Forward Power Price. Also die Märkte haben vor allem reagiert auf eben den nicht mehr erfolgten Gasdurchfluss durch Nord Stream 1 und eben dann auch auf diese Aussage der Financial Times. Aber schauen wir uns mal an, wie es weitergegangen ist. Hier sehen wir dann den Dutch TTF, also den maßgeblichen europäischen Gas-Future, könnte man sagen. Hier sehen wir, wie wir mit diesem Gap nach oben gestartet sind. Über 280, fast 290 Euro waren wir, aber dann sind wir runter wieder auf 242. Das Plus hat sich dann auf knapp 13% reduziert. Wie gesagt, wir waren über 30% im Plus. Und wenn jetzt wirklich der Kreml gesagt hätte, solange die westlichen Sanktionen in Kraft sind, wird kein Gas mehr geliefert durch Nord Stream 1, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gaspreis so deutlich wieder von seinem Höchststand heute nach unten gekommen wäre, sondern dann dürfte nochmal wahrscheinlich ein Spike erfolgt sein, denn dass der Westen die Sanktionen jetzt einstellte, das ist ja relativ unwahrscheinlich. Dementsprechend würde das bedeuten, kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Nun gibt es noch eine Leitung in die Türkei, es gibt die Leitung in die Ukraine, die ja merkwürdigerweise weiterhin läuft. Dennoch die Frage, Gasstopp macht jetzt eine Energierationierung unvermeidlich. Das zumindest sagen offizielle Stellen in Deutschland, dass das durchaus möglich sei. Will man da ein bisschen Panik verbreiten? Will man die Unternehmen und Bürger auffordern, spart, weil es könnte sonst sein, dass wir eben rationieren müssen? Das wurde dann auch nochmal bestätigt durch den Chef von Uniper, der gesagt hat, ja, können wir nicht ausschließen, wir tun alles, damit es nicht so kommt, aber da ist schon eine gewisse, wie soll man sagen, Agitation seitens der Firmenchefs wie Uniper oder eben auch staatlicher Stellen. Da wird eine gewisse Panik gemacht, könnte man sagen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich die Gasspeicher weiter gefüllt haben in Deutschland, über 85% jetzt. Und das im Zeitraum, wo durch Nord Stream 1 kein Gas mehr kam. Also wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt von einem vollständig gefüllten Gasspeicherlagersituation, könnte man sagen. Also man schafft es scheinbar auch eben ohne Nord Stream Gas hier die Gasspeicher deutlich zu füllen. Und das spricht ja eigentlich gegen einen weiter steigenden Gaspreis, denn selbst wenn Nord Stream 1 nicht liefert, würde
wie es aussieht, wohl die Gasspeichersituation bald vorzeitig erreicht sein, dass man zumindest 2, 2,5 Monate durch den Winter kommt, je nach Temperaturen. Jetzt sollen Ende des Jahres schon diese Flüssiggasterminals fertig werden. Und man kann ja im Winter wahrscheinlich eben aus Norwegen, aus Niederlande, aus den USA weiter Flüssiggas beziehen, wenn auch zu horrenden Kosten. Also so ein bisschen riecht das nach Panikmache. Das kommt an bei der Bevölkerung. Hier haben wir heute den Eurozone Centix Investor Confidence Index gehabt, also eine Art Verbrauchervertrauen in der Eurozone mit minus 31,8, nochmal deutlich schlechter als erwartet. Seit es diesen Index gibt, ist der nur einmal tiefer gewesen. Also das ist der tiefste Stand jetzt seit der Finanzkrise. Die Leute reagieren auf diese Meldungen durchaus. Andere reagieren anders, nämlich zum Beispiel die Menschen in Neapel, in Napoli, Italien. Dort wurden öffentlich Energierechnungen verbrannt. Die Leute sind durch die Straßen gezogen und haben gesagt, wir zahlen unsere Rechnungen nicht mehr. Und die Napolitaner, die sind durchaus dickköpfig. Man kann sich vorstellen, dass die das echt durchziehen und dass sie möglicherweise nicht die Ersten sein werden. All das jetzt noch vor dem Winter, bei dem auch aus der Politik viele fürchten, es könnte ein Wutwinter werden. Wir sehen jetzt die Opfer auf der Firmenseite. Heute der Klopapierhersteller Hakle pleite gegangen, wird weitergeführt, der Betrieb. Praktisch eine Insolvenz, die jetzt aber nicht sofort zu einer Einstellung des Geschäftsbetriebes führt. Die gestiegenen Kosten bei der Materialbeschaffung konnten bislang nicht, wie erhofft, über höhere Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben werden, weswegen sich viele Papierhersteller in der Krise befinden, so heißt es dort. Also Krise ist angesagt, Materialkosten steigen, Energiekosten sowieso, völlig klar, das bringt die Firmen unter Druck. Und jetzt hat die Bundesregierung ja gestern ein Hilfspaket beschlossen im Volumen von 65 Milliarden Euro. Und da ist unter anderem interessanterweise von einem Zufallsgewinn die Rede. Wir hatten ja vorher immer den Slogan, die Übergewinne zu besteuern, auch ein seltsamer Ausdruck. Jetzt heißt es Zufallsgewinne und jetzt werden auch Solar- und Windparkbetreiber mit in die Pflicht genommen, die sich derzeit ja richtig reich machen können. Also die werden dann auch ein bisschen wohl etwas abgeben müssen, finde ich nicht verkehrt. Manche sagen, ja, aber dann fehlt das Geld für Investitionen wieder in neue Energie, erneuerbare Energieprojekte etc. Kann man natürlich sehen, aber derzeit verdient eben diese Branche so richtig gut Geld. Und Zufallsgewinn, also ich mit meiner Firma mache auch, also immer nur Zufallsgewinne, gell? Jeden Monat neuer Zufallsgewinn. Es gibt halt Zufälle, die wiederholen sich. Hier ist es derzeit offenkundig so, dass sich das sehr oft wiederholt, jetzt zumindest in letzter Zeit. Jetzt mal nochmal zu dieser ganzen Atomkraft-Thematik. Hier hat der ehemalige Chef eines Atomkraftwerks in Greifswald mal gesagt, diese ganze Geschichte mit französischen Atomkraftwerken, da ist viel Legendenbildung am Werk, denn es sei so, so sagt er, dass die Franzosen im Sommer sehr, sehr wenig Strombedarf haben, weil sie schlichtweg mit Strom heizen. Das heißt, im Sommer muss keiner mit Strom heizen. Deswegen seien viele dieser Reparaturen, die derzeit passieren, erstens geplant gewesen, sei also nicht so, dass die so marode seien, dass die jetzt plötzlich alle ausfallen, und vor allem spreche das für die relativ hohen Sicherheitsstandards der französischen Atomkraftwerke, während uns ja hier erzählt wird, ui, die sind marode, die fallen schon in sich zusammen, totales Sicherheitsrisiko, das sei alles nicht der Fall, sagt dieser Herr hier in einem Artikel und weist das als Legende zurück, weil im Sommer viel weniger Strom gebraucht wird, legt Frankreich viele Kernkraftrevisionen auf den Sommer, da man sonst die Anlagen wegen Überproduktion zur Netzstabilisierung herunterfahren müsste. Also das scheint der Grund zu sein, zumindest so diese Aussage, dass diese französischen Atomkraftwerke derzeit nicht im Start sind. Das wird sich ändern, erstens, wenn dann eben der Sommer vorbei ist, wenn dann auch die Temperaturen in Frankreich abnehmen, sodass eben eine Erwärmung der Flüsse nicht mehr so zu befürchten ist. Also hier scheinbar viel Mythenbildung auch im Gange. Von wem? Naja, da habe ich so eine Idee. Eine Verdächtige ist aus meiner Sicht Frau Baerbock, die jetzt gesagt hat, ja, oh, wir fürchten, dass da die europäische Solidarität flöten geht, wenn es hart auf hart kommt. Heute hat Macron mit Scholz telefoniert und sie haben sich gegenseitig eine Solidarität und Lieferung zugesichert. Aber Frau Baerbock sagt auch,
Die zentrale Frage wird sein, ob wir allen Europäern Gaszufuhr ermöglichen können oder eben nicht. Interessante Fragestellung. Und die Russen selber haben jetzt eben reagiert jetzt auf natürlich diese Ölpreisdeckelgeschichte. Jetzt hat die OPEC Plus heute beschlossen, die Produktion um 100.000 Barrel zu reduzieren. Das ist eher symbolisch, hat eigentlich keinen wirklichen Einfluss. Aber auch den Russen tut das weh, dass eben hier die Sanktionen wirken. Jetzt ist hier ein internes Papier der russischen Regierung, das eben sagt, dass das russische BIP bis 2030 wahrscheinlich nicht das Vorkriegsniveau, also vor dem Ukraine-Krieg, erreichen wird. Aber wir haben ja, um nochmal nach Deutschland zurückzukommen, noch drei Atomkraftwerke. Jetzt wird bekannt, dass Herr Habeck wohl zwei als Notreserve laufen lassen will. Warum zwei? Wir haben doch drei. Nun ja, das eine ist in Emden, Niedersachsen, und da sind am 9. Oktober die Wahlen. Und da möchte er wahrscheinlich seinen Parteikollegen in Niedersachsen ein kleines Geschenk machen. Siehst du, in eurem Bundesstaat wird das Atomkraftwerk abgeschaltet. Das könnt ihr doch als riesigen Sieg feiern. Also hier wird die Zukunft Deutschlands ein Stück weit aufs Spiel gesetzt für irgendwelche Wahlkampfmethodiken, die zweifelhafter Natur sind. Wir sehen, dass jetzt der Kohlepreis auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist für Europa. Und auch mit dem Iran-Deal gibt es wieder Schwierigkeiten. Das scheint doch nicht so schnell zustande zu kommen. Aber wir haben ja nicht nur Robert Habeck, wir haben noch Uschi von der Leyen. Die will jetzt einen Gaspreisdeckel machen. Wie soll das funktionieren für russisches Gas? Naja gut, die werden es schon wissen. Und hier will man dann den verletzlichsten Konsumenten und Firmen helfen. Wie, das wird hier noch nicht gesagt, aber hier ist auf jeden Fall klar, dass Putin hier verlieren wird und die Europäer siegen werden. Nun ja, schauen wir mal, es wird ein lustiger Winter. Jetzt zumindest ein Teil dieser Pläne ist eine Art Finanzaufsicht für den Gasmarktplatz TTF und neue Benchmarks. Also man will den Markt komplett umdrehen. Man könnte auch sagen, man will den Markt abschaffen, wenn es irgendwie geht, damit die Preise nicht so hoch sind. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist hier sehr, sehr viel Bewegung. Wenn wir jetzt nach China kommen, zu guter Letzt, dann sehen wir, dass die Chinesen heute ziemlich massiv ihre Reserve Ratio gesenkt haben. Reserve Ratio ist das, was Banken hinterlegen müssen, wenn sie Kredite vergeben. Das wurde von 8% auf 6% gesenkt. Das ist ein ziemlich großer Schritt. Man versucht damit auch ein Stück weit den Yuan-Fall aufzuhalten und eben die Kreditvergabe zu stimulieren. Das zeigt, dass die chinesische Wirtschaft wirklich Probleme hat. Man lockert also die Geldpolitik und auf der anderen Seite gehen immer mehr Millionenstädte in den Lockdown. Wuhan, Chengdu, Shenzhen, nicht kompletter Lockdown, es sind meistens Compounds, also Siedlungen, diese ganzen Hochhausansammlungen, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Da wohnt in so einem Compound locker mal 10.000 Leute, kein Problem. Aber dennoch ist das wieder ein Schlag für die Wirtschaft, die man auf der anderen Seite durch Stimulus stimulieren will. Auf der anderen Seite sperrt man immer weiter zu und das, obwohl auch das ohnehin schlechte chinesische Gesundheitssystem nicht wirklich überlastet ist. Dann haben wir Straße von Taiwan, eine Artikelempfehlung. Da patrouillieren derzeit japanische Küstenwachenboote. Und was machen die Chinesen? Gar nichts. Die schauen zu und sagen sich, oh, schön, dass ihr da seid. Das ist im Mindesten interessant. Darüber ein spannender Artikel als erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, Aluminiumproduktion sinkt, Massensterben von Betrieben befürchtet. Aluminium ist so zentral für die Wirtschaft, da hängt so, so viel dran. Aluminium ist eben extrem leicht, ist extrem solide. Also ist ein Metall, das man super gut recyceln kann, über 90% Recyclingquote ist in Fahrrädern drin, in Autos drin, in Flugzeugen, wird auf dem Bau verwendet, bei Tabletten, wenn Sie die rausdrücken. Auf Joghurtbecher, Joghurtbecher bestehen aus Aluminium etc. etc. Also das kann Folgewirkungen haben, die Sie hier in diesem Artikel lesen können, den ich als zweites empfehle. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist das Entlastungspaket, diese 65 Milliarden Euro. Ist das nur ein Bluff? Ja oder nein? Experten äußern sich dazu. Manche sagen, es ist ein Bluff. Also drei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt und sage Servus und Ciao.